Schönen guten Abend an euch alle. Ich hoffe, ihr hört mich. Das Wetter ist ja super. Ich eröffne jetzt hiermit die Versammlung. Guten Abend, Termin! Guten Abend, Andreas! Ja, ich begrüße auch alle Leute, die jetzt aus Wölz und der Umgebung gekommen sind. Nochmal. Ne, wie immer. Aus dem Regenschirm? Nee, ich brauche keinen Regenschirm. Ne, wir sind ja nicht aus Zucker hier heute, oder? So, wie immer die Auflagen, das Übliche, keine Waffen, keine alkoholischen Getränke. Ne, Trommler haben wir heute, glaube ich, gar nicht dabei. Oder meldet sich hier noch einer als Trommler? Ja. Keiner da. Keiner da, okay. Dann fällt das auch schon mal weg. Keine Fahnenstangen, die länger als 2 Meter sind. Und ich denke mal, jeder passt auf den anderen ein bisschen auf. Ansonsten wendet euch einfach an unsere Ordner, wenn es Probleme geben sollte. Vielen Dank. Ja, erstmal Hallöchen. Ich habe auch noch einen Hinweis. Wir haben noch Postkarten für die Schwesig. Eine vorgedruckte Postkarten. Genesungswünsche denn, oder? Genesungswünsche. Also wer eine Postkarte an die Schwesig senden möchte, der kann gerne nach dem Spaziergang zu mir hingehen und mich nochmal darauf aufmerksam machen. Also alle, die eine Postkarte an die Frau Schwesig senden möchten, kommen bitte zu mir nach dem Spaziergang. Diese Demonstration an die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern. Was sind die konkreten Forderungen der Demonstranten an die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern? Erstens, wir fordern die sofortige Beendigung der Maskenpflicht in den Schulen. Freiwilligen Schutz der Risikogruppen. Den älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen müssen die entsprechenden Corona-Schutzmaßnahmen kostenfrei zur freiwilligen Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Werden bei friedlichen Demonstranten hier in dem Wien ist von Anfang an nichts Großartiges geschehen. Es war immer friedlich hier in Wien. Und es ging auch hier alles glatt über die Bühne und ein paar Polizisten haben auch gereicht. Warum heute so viele Polizisten angefordert werden, das wissen die Polizisten wahrscheinlich selbst nicht. Das wird euch so angeordnet und ich bitte euch einfach nur zu hinterfragen, liebe Polizisten, warum werden bei friedlichen Demonstranten so viele Einsatzkräfte gefordert? Ist das noch verhältnismäßig, dieser übertriebene Polizeieinsatz? Ich meine, wir fühlen uns beschützt, wir stehen denen auch sehr dankend gegenüber, aber es geht ja einfach nur um die Frage, ob das wirklich nötig ist. Ihr habt auch ein Zuhause, ihr wollt das gar nicht machen unbedingt. Und
Ihr habt auch Besseres zu tun, als hier im Regen zu spazieren. Aber so haben wir natürlich die Möglichkeit, euch auch aufzuklären. Also, liebe Leute, wenn es auch satt habt, von den Maßnahmen drangsaliert zu werden, und wenn es auch satt habt, überall eine Maske tragen zu müssen, dann kommt mit uns heraus, auf die Straße. Macht mit uns gemeinsam auf diesen Wahnsinn aufmerksam. Heute ist das Wetter leider nicht so schön, aber nächste Woche wird es garantiert besser. Und dann seid ihr natürlich auch alle herzlich eingeladen. Und wir bitten auch jeden, der MINA und überall auf der ganzen Welt, das zu hinterfragen. Warum tragen wir letztendlich alle eine Maske? Also, es kann nichts passieren. Wir alle gemeinsam gehen auf die Straße, um auf die völlig unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen aufmerksam zu machen. Und ihr, liebe Gemina, ihr seid herzlich eingeladen. Kommt mit uns heraus auf die Straße und macht auch ihr auf diesen Maßnahmen Wahnsinn. Wir sind seit fast 2 Jahren stattfindet, aufmerksam. Denn wir alle wollen endlich mal wieder eine Party feiern, ohne irgendwelche Maskenregeln, ohne irgendwelche Abstandsregeln. Wir wollen auch alle endlich mal wieder ein Leben in Würde führen. Und wenn das Virus so schlimm ist, wenn die Pandemie so schlimm ist, wie kann es sein, dass um so viele Städte in Deutschland demonstriert wird? Wie kann es sein, dass zu mir, ich habe noch Postkarten, ne, auch an die Zuschauer hier, die, an die Teilnehmer, die uns hier verlassen. Wer der Schwesig noch eine Postkarte zusenden möchte, kommt bitte zu mir. So, ich hoffe, dass alle wieder heil am Ausgangspunkt angelangt sind. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen oder darauf hinzuweisen, dass am Sonnabend um 10 Uhr hier in der Mien oben am Gymnasium noch eine Mahnwache stattfindet. Wer bei dem schlechten Wetter gerne kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Und ansonsten beenden wir jetzt die Versammlung, wenn nicht noch jemand etwas zu sagen hat. Hat einer für euch einen Regenschirm zufällig? Keiner hier mit Regenschirm? Ansonsten, wenn eine Postkarte noch haben will, wie gesagt, und der Schwesig noch eine Postkarte zusenden will, kommt noch mal zu mir. Da bist schon ziviler Ungehorsam durchzuschlägen. Was hast du gesagt? Das sind 3? So, wir bedanken uns bei 102 Teilnehmern am heutigen Tage oder am Abend und beenden hiermit die Versammlung und bitten, schnellstmöglich oder auf schnellstem Wege den Versammlungsort zu verlassen.